Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Alone in the Dark. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt spannende Unterhaltung und viel Spaß. So, meine Lieben, wir spielen hier weiter. Wir machen heute eine Doppelfolge. Ich habe Bock, so richtig einzutauchen. Mir macht dieses Spiel echt Spaß. Ich bin sehr gespannt, wann es mich wieder reißt. Auf jeden Fall eine Doppelfolge und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Los geht's. So, wir sind in Kapitel 2. Und es gibt noch ein paar interessante Informationen, die schauen wir uns direkt nochmal an. Neben den Zielen haben wir ja in dem Kollektanenbuch oder wie auch immer das, man das ausspricht, einige Hinweise, wo wir hin müssen. Beispielsweise in das Kloster von Taroelia. Aber auch, wir haben hier drei Orte, die wir über den Talisman sozusagen besuchen können. Einmal den zerstörten Boilerkessel, den haben wir ja am Anfang im Keller schon entdeckt, wo irgendwas gefehlt hat. Ich würde mir vorstellen, wir müssen das erst reparieren, dass wir uns dann sozusagen zu dem Lafayette-Friedhof begeben können. Dann haben wir die Sanduhr oben. Und, nee, Boilerkessel, Sanduhr und auf der ersten Seite das Kloster. Ja, okay, wir gucken mal, was uns die Ziele verraten, wo wir jetzt hin müssen. Zurück. Kapitel 2. Finde Jeremy. Suche nach der astronomischen Uhr, die im Kollektanenbuch erwähnt wird. Suche nach der Xetos Heizkessel, der im Kollektanenbuch erwähnt wird. Ja, den hatten wir am Anfang. Der war im Keller. Finde heraus, was Perosi weiß. Obwohl Detective Carnby dankbar war, zurück in Derceto zu sein, war er nur zu bereit, seine Hypothese zu testen. Nachdem er diese finstere Welt, die sich als das französische Viertel ausgab, durchlebt hatte, waren Jeremys Texte wohl deutlich wörtlicher zu verstehen. Was, wenn Jeremy seinen Talisman verwendet hatte, um wirklich all diese Orte zu besuchen, die er im Buch erwähnt hatte? Canby war sich sicher, dass das die Antwort war. Er würde Jeremy nicht irgendwo in Derceto versteckt finden. Er war mit Sicherheit in einer der anderen Welten. Und um ihm zu folgen, würde Canby die alte Uhr und den Kessel erforschen, um herausfinden müssen, welche Rolle sie spielten. Eieiei. Ich kann gar nicht mal reden hier. Oder lesen vielmehr. Okay, also gucken wir mal. Schauen wir erstmal, was uns alles hier in diesem Raum noch offenbart wird. Ein Stempel. Ganz kurz checken, wie viel Muni wir haben. 6 Schuss und mit F. Okay. Ich hasse Glocken. Wieso müssen es immer Glocken sein? Nein. Ah. Ah, diese Musik ist furchtbar. Zerbrochene Scheiben. Paul, du hattest recht, was die Platten auf dem Boilerkessel und der Uhr angeht. Sie wurden absichtlich zerstört und ich habe einen Verdacht, wer dahinter steckt. Das hat mit Jeremys Episoden zu tun und damit, dass er nachts scheinbar verschwindet. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass du die Augen nach den fehlenden Stücken offen hältst. Ich will sehen, ob ich die Platten reparieren kann. Lass es mich wissen, wenn du welche findest. Lottie. Sag Lottie, dass sie sich den Brunnen im Küchengarten mal ansehen soll. Das war das Moratorium, kann das sein? Weil da haben wir ja ein Loch entdeckt, wo ein Eimer drin war, wo irgendwas drin versteckt war. Den Kessel reparieren. Ich habe einen Zettel im Kesselraum gesehen. Sie sollten wissen, dass Mr. Chance nicht wiederkommen wird. Ich selbst habe da drin auch nichts verloren.
Aber Sie können ein Ventil aus dem Weinkeller nehmen und damit probieren, ob Sie den Dampfaustritt beenden können. Ah, seien okay. Seien Sie vorsichtig. Wo ist denn der Weinkeller? Dr. Elmoli Gray ist der Oberarzt in Dorsetto. Aber die Buchhaltung und Verwaltung obliegen mir, Paul Waits. Magdalene Thompson oder Max ist für den Haushalt zuständig. Jean-Baptiste und Charlotte Bois kümmern sich um die medikamentöse Versorgung unserer Gäste. Und dann wäre da noch unser Gärtner, Jack Chance. Manchmal kann man ihn im Wintergarten antreffen, aber meistens hat er draußen zu tun. Okay, Jeremy Hartwood, Zimmer Nummer 4. Oh Gott, ey, ich hasse das. Oh Mann, bin ich schon so übermüdet. Boah, Gänsehaut. Zimmerschlüssel Nummer 6, okay. War denn nochmal Nummer 6? Elisabetta Perosi. Ah ja, genau. Die müssen wir ja auch finden. Ein Safe. Rorschach. Okay, ich denke mal, das sind einfach nur... ja. Dinge, die man finden kann. Ich komme da auf keinen Fall rein. Ich lasse es besser sein. Ja, das schaffen wir so wohl nicht. Da brauchen wir erst irgendeinen Code. Nee, hier wollte ich reingucken. Hallo. Etza. Patientenakte. Elisabetta Perosi, Zimmer Nummer 6. Perosi ist in Dorsetto eingebrochen und wir haben sie gefunden, als sie im großen Saloon herumspaziert ist. Sie war verwirrt und litt unter teilweiser Amnesie. Sie bestand darauf, dass sie hierher gehöre und bot an, für ihren Aufenthalt zu bezahlen. Okay. Sieht so aus, als wären alle Patienten hier verzeichnet. Nur Jeremy nicht. Ja, genau, der war nicht dabei. Ich brauche den Schlüssel. Ah, so können wir... ah, okay. Und wo sind wir gekommen? Ich glaube von hier. Oder? Ja. Oh.
die Karte zu öffnen. Okay, wir sind hier. Zimmer Nummer 6 ist höchstwahrscheinlich im ersten Stock. Okay, wir gehen rechts. Nochmal, wenn wir richtig sind. Beziehungsweise wir könnten auch mal rausgehen. Aber das war hier, was war hier? Ach nee, das war die Veranda. Ah ja, okay, Moment mal. Dienertreppe. Wintergarten. Naja gut, aber wir könnten ja erstmal Richtung Wintergarten gehen. Gott. Ich will den Schlüssel noch nicht ausprobieren. Library, Bibliothek. Ich will jetzt erstmal rausgehen. Ah, da sind wir auch noch nicht reingekommen. Genau. Haben wir denn raus? Nee. Ah, warte mal, wir müssen runter. Schauen. Was machen Sie in meiner Küche? Ich versichere, Ihnen, Mr. Hardwood ist nicht in meiner Küche. Und auch Sie sollten nicht hier sein. Raus hier, los! Ich wollte nicht. Verzeihung. Oh. Meine Güte, nee. Carmby stand unter Schock und war zugleich peinlich berührt. Die Haushälterin war darüber aufgebracht, ihn in der Küche herumschnüffelnd gefunden zu haben und hatte ihn aus dem Raum geworfen. Etwas war seltsam an ihr, aber es schien nicht mit dem Fall zusammenzuhängen. Also beschloss er einfach, ihr aus dem Weg zu gehen. Mhm. Mist, jetzt kommen wir da nicht raus. Kesselraum nützt uns nichts. Okay, dann gehen wir nach den Zielen. Astronomischen Uhr ist, glaube ich, oben. Probiere die Schlüssel aus, die du von Baptiste hast. Das war... Gut, dann gehen wir nochmal zurück. Wir sind von da gekommen. Gehen wir mal hier rein. Verlorene Plantagen von Louisiana. Verlorene Plantagen von Louisiana. Thierry Breclot, 1917. Der Seto war einst eine kleine Plantage an der Ostküste des Pontchartrain-Sees. Für Industrieanlagen schien das Land nicht geeignet, also wurde es im Jahr 1818 für nur $30 an Elijah Pickford verkauft.
Pickford heuerte hunderte Arbeiter aus dem nahen New Orleans an, um den Wald zu roden und ein kleines Herrenhaus zu errichten. Es war auf den See ausgerichtet und bestach durch seine Fassade im klassizistischen Stil. DeSedo produzierte bis zum Bürgerkrieg durchgehend eine bescheidene Menge an Perique-Tabak und Indigo. In der Zeit zwischen dem Unabhängigkeitskrieg und dem Bürgerkrieg war DeSedo die Quelle vieler Gerüchte um Voodoo und Hexerei. Angeblich wurden immer wieder Menschen gesichtet, die nachts am See um Feuer herumtanzten und dabei blökten und wimmerten. Captain J.W. Norton von der Unionsarmee berichtet, wie er am 17. Juni 1862 einen Angriff auf DeSedo durchgeführt hat, um die dortigen Sklaven zu befreien. Er griff von Schiffen aus an, die im Pontchartrain-See ankerten. Der Captain war sehr überrascht davon, dass die Arbeiter sich mit Feuereifer dagegen wehrten. Norton beschreibt diese Menschen als rasende Fanatiker. Pickford soll versucht haben, die Angreifer zu besänftigen, wurde aber in den Kampfeswirren erschossen. Captain Norton ließ ein brennendes Gebäude zurück und trat mit seinen Männern den Rückzug zu seinen Schiffen an. Mehrere Jahrzehnte lang war DeSedo nur eine Ruine. Es gab einen langen Streit darum, wem das Land gehöre, und 1901 schließlich wurde es der Ledoux-Familie zugesprochen. In den Folgejahren gab es mehrere Polizeiberichte, als die Ledoux versuchten, auf ihrem Land lagernde Herumtreiber zu verscheuchen. Mehrfach rückte die Polizei an, um die Landfriedensbrecher zu vertreiben, aber diese kehrten immer wieder zurück. Inspektor Le Gras führte am 1. November 1907 einen schicksalhaften Einsatz an, um eine Reihe von Kindern zu retten, die von den Landbesetzern entführt worden waren. Dabei gab es viele Todesfälle und noch mehr Inhaftierungen. Im Folgejahr baute Ledoux DeSedo wieder auf und nutzte dabei die vorhandenen Steinfundamente. Er ergänzte das Anwesen um einen umwerfenden Wintergarten mit schmiedeeisernem Gerüst. Das Farmland hatte sich der Sumpf lange zurückgeholt. Eine Plantage wäre also nicht mehr profitabel gewesen. Stattdessen wurde das Haus in eine Künstlerkolonie verwandelt. Die Astart-Künstlerkolonie war eine erfolgreiche Gruppe von Künstlern, zu der unter anderem der Maler Heinrich Kassel und die Poetin Nora Keith gehörten. Die Gruppe war außerdem für ihre Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain beliebt. Am 29. September 1915 schlug ein tropischer Sturm eine Schneise durch Louisiana und New Orleans wurde von den Wassern aus dem See Pontchartrain überflutet. Da DeSedo so abgelegen liegt, erfuhr die Außenwelt erst zwei Wochen danach davon, dass die Kolonie verlassen worden war. Die 12 Künstler waren alle spurlos verschwunden. Noch heute steht das leere Anwesen von DeSedo an der Küste des Pontchartrain-Sees und seine Tempelfassade ist immer noch intakt. Die Familie Ledoux hat momentan kein Interesse daran, das Haus zu renovieren. Mhm. Okay. Dass diese Türen immer zugehen müssen. Furchtbar, wirklich. Mal hier. Oh, was sehe ich denn da Schönes? Ein neues Spielzeug. Oh. Oh nee, können wir die nicht nehmen? Können wir nicht. War sehr schade. Da war sie wieder, die Tür, die böse Tür. Was ist das? Ist fest verkeilt. Ah. Okay. Ah!
Was ist hier los? Mann! Was ist passiert? Alles ist doch wieder normal, oder? Ah. Jetzt können wir uns den beim Brunnen mal umgucken. Ach nee, warte mal, das war außen. Dann mal, hier ist auch ein Brunnen, ja, also ein kleiner. Das ist nix. Oh, warte mal. Da ist ja noch was. Mumifizierte Katze. Na, wunderbar. Gartenschlauch. Oh nein, da fehlt mir was. Ja, ich muss da Wasser einfüllen. Klar. Steig da einmal hoch und wir kommen dran. Folgen wir mal dem Gartenschlauch. Irgendwas, ich weiß es. Ah. Ich hab's gewusst. Zwei Augen, die uns anstarren. Ich darf das Spiel nicht spielen, wenn es zu spät abends ist. Das ist nicht gut. Mama, das können wir doch auch aufmachen. Ja, ein Bolzenschneider. Noch mehr Gartenschlauch. Ach, hab es. Aber dieser Sound, das macht mich wahnsinnig. Okay. Macht Spaß! Das ist so. Ich bin so ein Schisser, das ist unglaublich. Okay. Ja, es kommt hoch.
Zerbrochene Scheibe. Hm, das brauchen wir woanders. Nur wo? Warte mal, da hatten wir doch Text. Da hatten wir doch irgendwo ein... Hier. Platten auf dem Boilerkessel an der, und der Uhr. Sie wurden absichtlich... Bababababam. Ob ich die Platten reparieren kann, lass es mich wissen, wenn du die welche findest. Sag Lotti. Hm. Oder wir gehen jetzt in den... zu dem Boilerkessel mal. Bin mir aber nicht sicher, ob wir da schon alles jetzt haben. Der Boilerkessel war hier unten. Nee. Nee, Schmarrn. Außen. Erstmal rein und dann. Ja, genau. Kommen wir da nicht rein? Warum kommen wir da nicht rein? Ich will die Waffe haben, Mensch. Steinplatte hat doch nichts mit dem Boilerkessel zu tun. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal hoch. Haben wir hier denn alles jetzt schon entdeckt? Mal gucken. Also, wir waren in der Bibliothek. Nee. Lottis Zimmer waren wir noch nicht. Moment. Lottis Zimmer ist hier. Da waren wir doch schon drin. Ach, da haben wir das. Okay, da haben wir die Schatulle noch nicht öffnen können. Haben wir den Schlüssel noch nicht. Okay, also hier ist noch nicht fertig. Okay, kleiner Saloon. Von der Bibliothek sind wir nicht reingekommen. Ich glaube, da war die Tür verkeilt. Okay, dann gehen wir jetzt mal in den ersten Stock. Oh Gott. Wieder ein Türkeil. Ist fest verkeilt. Okay. Steht da drauf? Bewahrt, kein Eintritt. Okay. Oben geht nichts. Müssen wir machen. Oh Gott, ich hasse das. Aber da war doch auch nichts, oder? War da was? Nee, WC hatten wir, glaube ich. Ja, WC hatten wir. Da war ich drinnen. Hm. Kollektanenbuch. Moment, Moment, Moment.
Die alte Standuhr oben mit ihren astronomischen Motiven. Wo ist denn hier eine Standuhr? Ich habe noch keine Standuhr gesehen. Höchstwahrscheinlich. Okay, hier ist zu. Moment, was müssen wir denn machen jetzt? Da kommen wir, da ist nichts, da können wir nicht, also da können wir rein, aber wir können die Schatulle nicht öffnen. Und oben können wir noch gar nichts machen. Empfang, was ist denn das hier? Hier lang, oder? Ja, komm. Empfang. Mein Gott, ich bin zu müde. Veranda. Wo war die Veranda? Hier. Ah, warte mal. Da könnten wir jetzt auch runter. Aber das nützt uns nichts, glaube ich. Moment mal, da sind wir noch nicht hochgegangen. Wir gehen jetzt mal vor, danach links. Empfang müsste eigentlich hier sein. Ich kann jetzt nicht einfach gehen. Ich muss Emily helfen, ihren Onkel zu retten. Dann warte mal, dann ist der Empfang hier. Genau, und da kamen wir aber nicht. Oh, kommen wir da jetzt rein? Da waren wir noch nicht drin. Ah, da ist die Standuhr. Perfekt! Mal checken, was hier ist. Oh, warte mal, das zu. Gott sei Dank. Gott sei Dank, wir sind so froh. So, Standuhr. Kann man aber nichts machen. Nö. Schön. Ach, lass mir lieber mal Licht an. Okay, hier geht nichts. Ah, hier war der Empfang. Jetzt. Ja gut, aber über den Empfang. Okay, und da ist zu. Okay, dann gehen wir jetzt mal ins Treppenhaus und dann von dort in den ersten Stock. Das ist so hammermäßig gemacht, der Wahnsinn. Oh, was ist das denn hier? Kunst! Ah, was? Ah. Wie sind denn das? 3, 6, 8. Okay. Ach nee, warte mal, das hier ist die Standuhr. Jetzt. Es ist verrottet. Durch eine Art Fäulnis. Boah, gebt euch mal den Detailgrad. Das ist ja der Hammer. Das muss die Uhr sein, von der Jeremy im Kollektanenbuch geschrieben hat. Ah, Kollektanenbuch, so heißt das, okay. Das sieht wie die Scheibe aus, in der sich der Talisman im Seance-Raum befunden hat. Ja. Aber sie ist kaputt und einige Teile fehlen. Ja, hoffentlich nur eins.
Oh nein, da fehlt noch eins, oder was? Oh nein! Okay, wir brauchen noch eine Scheibe. Zwei Türen. Ich brauche den Schlüssel. Haben wir nicht? Okay. Und hier. Oh, tut mir sehr leid, Detective. Wollte die Ermittlungen nicht stören oder sowas. Schon gut. Wissen Sie, ich bin gerade mit meinem eigenen vermissten Fall beschäftigt. Haben Sie vielleicht Grace gesehen? Ein Mädchen, etwa so groß? Ich fürchte, nein. Warum fragen Sie? Ich suche nach ihr. Ist sie in Gefahr? Nein, 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 nein. Sie versteckt sich nur irgendwo. Aber wir können so eine Schlawinerin hier derzeit nicht unkontrolliert rumrennen lassen. Verstehen Sie? Ich habe sie nicht gesehen. Hm. Sagen Sie es, wenn Sie sie finden. Ich bin in der Nähe. Ah, ich halte die Augen nach Ihrem Gesuchten offen. Jeremy. Eine Hand wäscht die andere, Detective. So sagt man doch. McCarthy erinnerte Detective Carnby an einen alten Säufer, den er früher gekannt hatte. Er verabscheute ihn. Da gab es keinen Weg drumherum. McCarthy würde sich anstrengen müssen, um bei ihm einen guten Eindruck zu hinterlassen. Okay. Okay, Jeremy Hartwoods Zimmer zu unserer Linken, Baptists Zimmer und Perosis Zimmer. Haben wir jetzt einiges zu durchstöbern. Und was haben wir hier rechts? Okay, kommen wir nicht rein. Was ist denn hier? Ah, okay. Oh, warte mal. Hier scheint alles wieder normal zu sein. Ach, warte mal, da waren wir ja vorher schon drinnen. Aber hier haben wir immer noch keinen Schlüssel. Nee. Damals ein Foto. Emily ist hier. Emily ist da. Du sollst deine Waffe nicht wegstecken. Oh, Pistolenkugeln? Wow, eine Kugel mehr. Das ist das Perosis Zimmer. Perosi. Wie exzentrisch.
Was sind das für Symbole? Sieht mir nach Alchemie oder Sternzeichen aus. Okay. Müssen wir gleich nochmal unsere Hinweise durchsuchen, ob wir da irgendwelche Symbole finden. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Haben wir noch was? Was haben wir hier? Oh, Bilder. 6 Bilder. Oh. James McMahon. Diese Gemälde sind voll mit übel aussehender Fäulnis. William Arges. Franklin Mosig. Füge mit der Fäulnis auf den Bildern den Umriss fertig zusammen. Ja, aber können wir die tauschen? Ach so, nee, nee, wir müssen einfach nur gucken. Da ist nichts. Ach, nicht zuschlagen, du sollst das Licht ausmachen. Herrscher. Okay, warte mal. Die Fäulnis, ja, dann gilt das wahrscheinlich mit der Fäulnis, die hinter dem Bild ist. Hallo. Mal kurz gucken. Nee. Moment. Ich kapier's noch nicht. Wir haben es richtig gehabt, aber ich kapier's trotzdem nicht. Was haben wir jetzt da gemacht? Okay, die Fäulnis ist alles klar. Gut. So, auf dem Bett war noch eine Notiz. Ich muss zurückkehren. Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Mhm. Okay. So, da hatten wir dieses Symbolschloss. War ja nichts. Lottis Tagebuch. Moment. Moment, versteht ihr? Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Cassandra ist wütend, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmitteln nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Ah, da haben wir auch, genau, das konnten wir noch nicht öffnen. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Saloon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Ich muss herausfinden, wo Jeremy hin ist. Ich glaube, Jack weiß etwas, bla bla bla. Okay, wir müssen in den großen Saloon. Da muss dieser kleine Schlüssel sein. Und dann können wir
diese Schatulle öffnen. Im großen Salon. Und hier können wir, glaube ich, jetzt nichts machen. Außer auf gut Glück. Was wahrscheinlich nicht viel bringt. Ach Gott. Nix. Okay. So. Großer Saloon. Was ist hier? Da sind wir nicht reingekommen. Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Großer Saloon. Genau, da haben wir noch ein Rätsel. Großer Saloon. Da war unten. Sind aber nicht reingekommen, glaube ich. Nee, da ist zu. Kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Hm. Wir könnten was... Naja, übers Esszimmer, aber da ist auch zu. Verriegelte Tür. Boah, ich habe keine Ahnung. Wo war die Veranda? Ja, und links von uns ist jetzt der Saloon. Boah. Meine ich. Oder? Nee, Esszimmer. Okay. Hm. Genau, und hier haben wir, da haben wir die Schatulle, wo wir nicht öffnen können. Oh gut, den Heizkessel, den könnten wir uns noch angucken. Den haben wir eigentlich ja. Der war doch ganz unten im Keller. Wie sind wir denn da runtergekommen? Ah, da warte mal, da ist der Weinkeller. Da ist der Weinkeller. Oh, ich brauche den Schlüssel. Verdammt. Verdammt. Okay, aber da müssen wir rein. Und wo war jetzt der Boilerraum? Lauter Schiss, habe ich alles vergessen. War doch auch hier irgendwo. Was hier? Nee. Oder hier? Hier war's. Ah. Scheibenteile. Wissen Sie, Mr. Waits? Ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat.
Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Hinter dem Boiler? In dem kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter dem Boiler. Tja. Noch eine Scheibe für den Talisman. So wie die andere kaputt und es fehlen Stücke. Ah. Okay. Weiß nicht, ob ich da durchkomme oder ob ich mir da wehtue. Okay, alles klar. Ersetze das fehlende Ventil, um den Dampf abzustellen. Wir haben das Ventil nicht. Oh. Wo ist das Ventil? Ventil. Wo war das Ventil? Das war das letzte, was wir jetzt gerade. Ja, Ventil aus dem Weinkeller, super. Und wie kommen wir in den Weinkeller? Kommen wir in den Weinkeller. Hier irgendwas? Gucken, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Was? Ich brauche den Schlüssel. Nee, ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ein letztes Mal gucken, wo ist der Schlüssel? Aber in den großen Salon kommen wir auch nicht rein. Er sah aus wie jeder beliebige alte Heizkessel, an den Carnby sich erinnern konnte. Die Zierscheibe an der Seite war eindeutig ein Nachgedanke gewesen. Etwas, das nach der eigentlichen Installation angebracht worden war. Sie erinnerte ihn an die Ritualbank bei Miss Jackson. Wenn sie irgendwie ähnlich funktionierte, so sollte sie Carnbys Auffassung nach ermöglichen, ein Portal zu einer anderen Welt zu öffnen. Er musste nur die fehlenden Teile finden und die zerbrochene Scheibe wiederherstellen.
Ja, gut, aber uns fehlt ja noch eine Scheibe, oder nicht? Uns fehlt doch noch eine. Finde mit den Informationen aus Perosis Zimmer die Kombination für das Schloss heraus. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder in Perosis Zimmer und dann machen wir bei der nächsten Folge an der Stelle weiter. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was geschafft. Perosis Zimmer war erster Stock. Aber nicht hier, sondern... hier rüber. Zwar hier nochmal, ich hab's vergessen. Ach so, da war der Empfang. Und da ist immer noch der Türkeil, oder? Ah ne, da haben wir keinen Schlüssel. Oh. Ah ne, jetzt komme ich schon total durcheinander. Okay. Und ihr Zimmer war hinten, das letzte links. Genau. So, und wir können mit den Informationen, die wir hier haben, angeblich dieses Schloss lösen. Können wir nichts mehr machen? Wenn wir uns die Bilder angucken, die uns irgendwas verraten. Oh. Ach Gott, hier haben wir nur zwei Sachen vergessen. Okay, dann würde ich sagen, komm, das machen wir noch. Die Astart-Künstlerkolonie. Ah ja. Ich habe davon gehört, dass sie verschwunden ist. Muss etwa 15 Jahre her sein. Genau, Elisabetta Perosi, die Nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Da können wir aber nichts machen. Was haben wir hier? Oh, das sieht gut aus. Perosis Tagebuch. Kann ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind. Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astart. Ihr guten Piraten von Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Okay, wir haben hier einen Hinweis. Skorpion. Was? Sagittarius und Aquarius.
Okay. 1. 1, 10, 11. Keine Ahnung. Merken wir uns mal die Symbole. Wellensymbol, Skorpion und gekreuzter Pfeil. Keine Ahnung, ob uns das weiterbringt. Gucken wir mal. Das sind nur ganz andere Symbole. Nee, das ist was anderes hier. Das hat damit nichts zu tun. Ja, meine Lieben. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ein bisschen was konnte man lösen. Das hat Spaß gemacht. Es ist eine beklemmende Atmosphäre teilweise. Sounddesign ist hervorragend. Oder ich bin einfach nur zu dünn beseitet, was solche Spiele angeht. Das kann es auch sein. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet, dass es euch gefallen hat. Das nächste Mal machen wir hier natürlich weiter, versuchen irgendwo auf des Rätsels Lösung, irgendwo auf die Spur zu kommen, die Rätsel zu knacken und hoffen uns hoffentlich uns nicht zu sehr zu erschrecken beim nächsten Monster-Schocker. Ich freue mich auf euch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.